Seit fast 90 Jahren erobert die Firma Lego mit ihren Klemmbausteinen weltweit die Kinderzimmer. Seit einigen Monaten wundern sich Autofahrer auf der B95 bei Röther, ob auch hier neuerdings mit Klemmbausteinen gespielt wird. Wenn auch in etwas größerem Maßstab. Wir nutzen diese Betonblöcke, damit wir Boden verdichten können, wo wir später zum Beispiel Brücken drauf bauen oder eben Fahrbahnen auf dem letzten Abschnitt der A72. Der letzte Bauabschnitt der neuen A72 soll durch das ehemalige Gelände des Tagebaus Espenhain führen. Der wurde zwar zugeschüttet, doch trotzdem muss die Erde weiter verdichtet werden, um soliden Baugrund für die neue Autobahn zu schaffen. Und dazu dienen die Lego-ähnlichen Betonklötze. Ein Verfahren, das extra für diese Baustelle entwickelt wurde. Weil wir zum einen eben auf kleiner Fläche wirklich sehr viel Gewicht draufbringen mussten. Das heißt, sowas wie eine sehr große Aufschüttung hätte dann stellenweise gar nicht funktioniert. Und dadurch, dass wir hier auch eine bestehende Straße haben mit der B95, sind auch so Sachen wie Einsatz von Sprengstoff zum Beispiel eben von vornherein schon ausgefallen. Durch die Betontürme senkt sich der Boden im Schnitt um ca. 30 bis 50 cm. Dafür stapeln die Arbeiter fleißig die riesigen Betonklötze zu Türmen aufeinander und nach etwa einem halben Jahr wieder ab. Damit der Plan aufgeht, müssen die verwendeten Betonbausteine aber genau den Qualitätsanforderungen der Planer entsprechen. Wir können, wenn wir das permanent auch messen und monitoren, können wir auch immer wieder recht schnell reagieren und einfach noch ein paar Steine mit aufstapeln. Zu Spitzenzeiten verbauten sie 15 Lagen Steine am höchsten Turm der Autobahnbaustelle, um einen Druck von 27 Tonnen pro Quadratmeter zu erzeugen. Das waren unglaubliche 13.500 Steine. Hergestellt werden die Lego-ähnlichen Steine in Betonwerken, wie dem von Andreas Bremer-Moran in Erfurt-Tieftal. Seine Firma BMG Block fertigt hier im Jahr zwischen 15 und 20.000 dieser Betonblocksteine, wie sie eigentlich richtig heißen. Wer die Betonblocksteine direkt erfunden hat, kann ich nicht sagen. Das ist entstanden durch Restbeton auf Großbaustellen. Da bleibt immer bei einem Betonguss Beton übrig und es war halt zu schade, den immer zu entsorgen, wegzuschmeißen. Und da wurde irgendwann mal eine Schalung gebaut oder eine Form gebaut, da wurden Würfel gegossen als Absperrblock. Und irgendwann hat sich halt einer diese Form ausgedacht, dieses Lego-ähnliche Prinzip mit diesem Betonblockstein. Und der hat halt verpasst, das Ganze zu patentieren. Deshalb gibt es verschiedene Varianten der Noppensteine von unterschiedlichen Herstellern. Die größten Produzenten stammen aus den Niederlanden. Doch eines ist gleich. Zur Herstellung braucht man eine Gussform und Beton. 1000 Liter für das größte Modell. Etwa 60 Steine unterschiedlicher Größe schaffen sie hier pro Tag. Unsere Steine brauchen etwa 24 Stunden, bis sie so fest sind, dass wir sie wieder ausscheiden können und lagern können. 135 Euro kostet ein Stein dieser Größe am Ende. 1,60 mal 80. 2,4 Tonnen schwer. Fertig ist der Betonstein im Lego-Großformat. Also das sind unsere Steinformate. Das hier ist der größte Stein, den wir haben. Der hier unten, der 1,60x80x80 mit 2,4 Tonnen Gesamtmasse. Verschiedene Längen haben wir dazu passend. Das haben wir auch bei dem 60er Steinformat. Da haben wir auch den 60er Stein mit verschiedenen Längen. Das Ganze bei dem 50er Steinformat und bei dem 40er. Der kleinste Stein, den wir anbieten, ist der 40-40-40. Der hat aber ca. noch 150 Kilo und ja, muss auch maschinell bewegt werden. Viele haben die Steine als Terrorsperren an Weihnachtsmärkten 2016 das erste Mal gesehen. Doch als Terrorsperren sind sie gar nicht so gut geeignet, wie ein Dekra-Test der Umschau im Frühjahr 2017 zeigte. Große Lkw mit hoher Geschwindigkeit können Betonblocksteine nicht zuverlässig abhalten. Sie dienen eher als Beruhigung der Besucher. Also doch lieber Garten- und Landschaftsbau, wo die Steine eigentlich herkommen. Vorteile
von diesen Betonblocksteinen sind ein sehr schnelles Bauen, ein temporäres Bauen, ein mobiles Bauen. Das heißt, wenn ich für Großbaustellen Lagerboxen erstellen möchte, dann nehme ich die Steine, stapel die aufeinander, das geht verdammt schnell. Und wenn die Baustelle vorbei ist, baue ich es ab, gehe auf die nächste Baustelle, setze da wieder ein. Das heißt, ich kaufe diesen Stein halt einmal und habe halt immer wieder dafür Verwendung. Betonblocksteine werden weltweit eingesetzt. Ob Nord- oder Südamerika, Europa oder Japan. Ob als Trenn-, Lärm- und Brandschutzwände, Lagerboxen für Schüttgüter, zur Hangabstützung, als Gegenfahrsperren, als Fundamente für Schilder oder Sitzmöbel oder zur Abstützung denkmalgeschützter Fassaden. Selbst Pools lassen sich mit ihnen bauen. Heute hat ein Baumaschinenverleih noch eine Ladung Steine nachgeordert. Gerade erst hat er 1200 Steine zur Befestigung eines Hangs verbaut. Der schnelle Aufbau ist nur ein Grund des Kunden, auf die Noppensteine zu setzen. Wir haben hier eine Stützmauer, hatten mehrere Varianten zur Auswahl, haben uns für die Betonblocksteine entschieden. Wir transportieren sie selber, wir stapeln sie übereinander mit unseren eigenen Bagger, unseren eigenen LKWs. Wir brauchen lediglich 3 Leute, um sie aufzubauen. Und in ein paar Jahren, 10 Jahren, 15 Jahren, sind wir in der Lage, sie auch wieder von der Stelle wegzunehmen und woanders hinzusetzen. Betonbausteine im Lego-Prinzip. Was bei der Stützmauer der Baumaschinenfirma eine etablierte Verwendung ist, ist auf der Autobahnbaustelle eine absolute Neuheit in Mitteldeutschland. In den nächsten Jahren werden die riesigen Noppensteine hier noch öfter an unterschiedlichen Stellen auf- und wieder abgestapelt werden. Ein bisschen wie Tetris XXL. Die Steine, die werden immer wieder benutzt. Das heißt also für verschiedenste Bauwerke. Wir werden die aber auch im Streckenbau oder auf einer unbewirtschafteten Rastanlage einsetzen. Das heißt, in den nächsten Jahren werden die schon noch öfter zum Einsatz kommen. Und der tatsächliche Lückenschluss der A72, also im letzten Stück von Röther bis zur A38 bei Leipzig, der wird dann 2026 fertig sein. Wir werden auch danach noch auf der Strecke bauen. Aber die Lücke wird dann planmäßig Stand heute 2026 geschlossen sein. Und dann werden auch die riesigen Betonsteintürme endgültig abgebaut. Bis dahin bilden sie aber mit 36 Metern Länge, 25 Metern Breite und 6 Metern Höhe das wohl größte Noppensteinbauwerk in Mitteldeutschland.